Nach 7-jährigen Ermittlungen stellt die schwedische Staatsanwaltschaft das Vergewaltigungsverfahren gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange ein. Staatsanwältin Marianne Ny beschließt, die Ermittlungen nicht weiterzuführen, erklärt die Staatsanwaltschaft in Stockholm. Assange lebt seit 2012 im Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London, weil er seine Auslieferung an die schwedische Justiz befürchtet. Scotland Yard erklärt allerdings sofort, dass Assange beim Verlassen der Botschaft verhaftet wird. Der Australier selber spricht von einem politisch motivierten Verfahren und von einvernehmlichem Sex. Aber das ist nicht die einzige Sorge von dem 45-Jährigen. In der Vergangenheit befürchtet Assange seine Auslieferung an die USA. Die Internetplattform WikiLeaks veröffentlicht 2010 mehr als 250.000 vertrauliche Dokumente von US-Botschaften. Unter anderem werden damals Details über das Vorgehen der US-Streitkräfte bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan preisgegeben.